So, dann würde ich Sie einmal ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Webinar-Start heute. Wir sind einmal Stephanie Schweier und Paula Berning. Wir sind beide bei der Fineo GAG in dem Beratungsbereich für Corporate Citizenship tätig. Ja, unser Kernziel ist es im Grunde, Ihnen zu helfen, den nächsten Schritt im Engagement, im mitarbeitenden Engagement zu gehen. Geht einmal los mit dem Hintergrund zu Corporate Volunteering, dann das CV-Projekt planen und wenn dieses Projekt steht, dann die geeigneten Partnerinnen zu finden. Dann wollen wir auch einen kleinen Exkurs machen, CV in der Krise. Wir wollen auch dann die Umsetzung genauer anschauen und dann insbesondere auch am Ende nochmal auf die Wirkungen zu schauen. Nachdem wir uns die Verbreitung jetzt etwas genauer angeschaut haben, möchten wir gerne nochmal aufzeigen, welche potenziellen Mehrwerte Corporate Volunteering eigentlich mit sich bringen kann. Und da unterscheiden wir auf der linken Seite zwischen dem Business Case, also die Vorteile oder potenziellen Mehrwerte für Unternehmen und Mitarbeitende, und auf der rechten dem Social Case, der eben vor allem auf Seiten der Gesellschaft oder der Non-Profit auftreten kann. Wenn man sich jetzt das Unternehmen anschaut, dann gibt es vor allem auch mittlerweile sehr viel Literatur und Quellen, die besagen, dass es, wenn Corporate Volunteering richtig und effektiv und wirkungsvoll umgesetzt wird, große Vorteile zum Beispiel für die Mitarbeitendenbindung, für ihre Motivation oder auch ihre Produktivität gibt. Wir würden empfehlen, bei der Planung eines CV-Projektes zuallererst auf die Bedarfe zu schauen. Und von dieser kurzen Bedarfsanalyse aus lohnt es sich, sich konkrete Ziele zu setzen und zu schauen, wo wollen wir denn genau hin? Was wollen wir bei wem erreichen? Für unser Unternehmen, für die Gesellschaft, für Mitarbeitende. Diese Ziele dann aber auch nochmal in einem dritten Schritt mit den eigenen Ressourcen und Kompetenzen abzugleichen. Wenn es um Mitarbeitendenengagement geht, was sind dann eben auch Formate, die man mit den vorhandenen Ressourcen umsetzen kann. Wenn man sich für die Formate entschieden hat, dann auch die Frage, wie findet man dann auch Unterstützung? Gehen direkt einmal kurz nochmal in unsere Einschätzung rein, was wir die letzten Wochen wahrgenommen haben, welche veränderten Rahmenbedingungen es fürs Corporate Volunteering gibt. Die Erkenntnisse sind vor allem, dass sich dass zum Beispiel lokales Engagement aktuell sehr herausstellt, natürlich dadurch, dass es Reiseeinschränkungen gibt. Gleichzeitig sind die Bedarfe sehr vielfältig und überall vorhanden. Und wie auch immer, aber auch aktuell noch mehr, ist der unterstützende und ehrliche Dialog mit Engagementpartner und Partnerinnen eben weiterhin essentiell.